Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal und heute doch mit einer etwas bedrückenden Nachricht. Und zwar geht es um das Browser-Plugin WOT. Ausgesprochen heißt es Web of Trust. Und daran ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm, dass es dieses Browser-Plugin gibt. Aber die Entwickler von WOT, die haben erstmal in ihren Datenschutzbestimmungen gesagt, dass sie anonyme Informationen über unser Surfverhalten, also eigentlich jede einzelne Bewegung im Netz, haben die auf ihre Server gespeichert. Und da haben sie gesagt, in den Datenschutzbestimmungen, wir machen das Ganze anonym. Aber jetzt hat die NDR oder der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, haben die rausgefunden, dass WOT keinesfalls anonyme Daten speichert, sondern sehr personalisierte Daten oder über unser Surfverhalten speichert. So, das ist der erste Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt, diese ganzen personalisierten Daten, was sie eigentlich schon gesagt haben, das machen sie nicht, haben sie an Dritte verkauft, also an Firmen. Ja, sie haben was anderes gemacht, was in den Datenschutzbestimmungen stand. Und das ist nicht okay. Und deshalb würde ich auch jedem empfehlen, WOT zu deinstallieren. Wie man das macht, oder falls ihr nicht wisst, wie man das macht, das zeige ich euch ganz am Schluss. Jetzt aber erstmal noch ein paar Belege oder euch einfach mal das ganz kurz zu zeigen. Ich habe hier schon den Firefox offen mit ein paar Seiten perfekt vorbereitet. Dankeschön, ich weiß. Und zwar haben wir hier einmal Heise Online, die berichten hier davon. Die Tagesschau haben wir auch, Web of Trust, Spätnutzer aus. So, die Tagesschau berichtet darüber. Chip bietet es gar nicht mehr zum Download an, wie zum Beispiel auch Firefox. Dort kann man das Plugin auch nicht mehr herunterladen, mit gutem Grund natürlich. Finger weg von WOT, sagt hier auch N24, das haben wir genau hier. Und auch ein ganz, ganz cooler Blog eigentlich, der das sehr, sehr technisch widerlegt und halt auch erklärt, was denn da jetzt bestimmt genau passiert ist, also auch mit Code und so weiter, belegt hiermit auch, dass WOT ein Browser-Plugin ist, was dann halt diese Daten personalisiert weitergibt. Und ja, da ist jetzt erstmal echt ein großer Fehler, denn vom deutschen Recht her darf man das nämlich gar nicht, anonyme Daten oder vorausgegeben anonyme Daten an Firmen weiterzuverkaufen. Und diese Daten waren nicht mal anonym, ja. Und das geht natürlich nicht vom deutschen Recht her. Und mal schauen, wie das so weiter verlaufen wird, ist es natürlich echt schade. Ich habe WOT zum Beispiel auch jahrelang vertraut, habe es jahrelang genutzt und bin darüber dann doch schon echt enttäuscht, dass man eigentlich einem Plugin, einem einfachen Browser-Plugin, wo man eigentlich denkt, okay, gut, den vertraue ich, dass man dort einfach von hinten sozusagen ein Messer in den Rücken gerammt bekommt. Als Metapher gesehen, ja? So, auf jeden Fall ist das halt echt schade. Und jetzt fragt man sich halt auch, wenn man andere Dienste nutzt, wie sieht denn das bei anderen Diensten aus, denen man vielleicht auch vertraut? Genau, du hast doch garantiert auch den einen oder anderen Dienst, von dem du sagst, okay, gut, der ist sicher, das passt alles. Und hier bin ich sicher, dass ich verarscht werde sozusagen, wenn ich das jetzt mal ein bisschen grober ausdrücken darf. Und das ist halt schon krass, dass halt so ein Browser-Plugin, wo man eigentlich gar nichts so denkt, dass die das so hinterrücks einfach so verkauft haben. Jetzt muss man halt sich fragen, wem traut man dann überhaupt im Netz? So, und ganz kurz für alle Leute, die jetzt denken, ah, Linux Mint ist genauso eine Betrügersoftware. Nein, ist sie nicht, weil das Ganze ist quelloffen, Linux Mint, und man würde sofort irgendwelche Sachen sehen, die irgendwen ausspionieren sollten. Also ist reine Linux Mint nicht. Irgendwelche Programme, die ihr installiert, könnte theoretisch sein. Zum Beispiel Steam wäre ein ganz guter Anhaltspunkt. Ich will jetzt hier keinem Programm aus unterstellen oder ich habe hier auch keine, ich will einfach nur Beispiele nehmen, wo es sein könnte, aber hat jetzt wirklich nichts dahinter oder sowas. Oder Skype oder sowas könnte ja natürlich auch sein. Oder Spotify. Diese ganzen Dienste, die
könnten uns theoretisch ausspionieren. Also die technischen Möglichkeiten hätten sie. Aber ob sie es machen, das wissen wir nicht. Und mal sehen, ob wir es vielleicht irgendwann mal erfahren werden. Ich will hier, wie gesagt, keinem irgendwas unterstellen. Und jetzt kommen wir doch nochmal am Schluss zu WoT zurück. Und zwar, jetzt fragt ihr euch, ja gut, wenn ich das jetzt deinstalliere, welches Browser-Plugin benutze ich denn dann noch? Und der schlaue Nutzer und aufmerksame Nutzer oder Zuschauer sieht hier schon, aha, ich habe hier noch eine weitere Seite geöffnet. Webitation heißt die. Das ist sozusagen auch ein Browser-Add-on, was insgesamt WoT auch gleicht, Norton Safe Web, Google Safe Browsing und so weiter. Diese ganzen Sachen vertritt sozusagen Webitation und soll eigentlich auch ein ganz gutes Programm sein. Aber jetzt gibt es ein Problem. Ich sage jetzt einfach mal so, wenn wir jetzt mal an unsere Add-ons gehen, wir gehen jetzt mal auf Add-ons, Erweiterungen, sehen wir hier, okay, ich habe Webitation installiert. Und wenn wir hier auf Mehr gehen, sollte hier irgendwo in der Taskleiste ein Schild mit einer Zahl entstehen oder dastehen. Haben wir aber nicht. Wenn wir hier auf Anpassen gehen, also hier haben wir es auch nicht drin, wenn wir auf Anpassen drin, dann sollten wir irgendwo das Symbol haben. Aber haben wir nicht. Das ist das Blöde. Somit, wir haben zwar Webitation installiert, aber es funktioniert nicht mehr. Und das sagen auch ganz, ganz viele Bewertungen von Firefox-Nutzern, dass es ab irgendeiner speziellen Version nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, ab Version 37 oder sowas hat das schon nicht mehr funktioniert. Also schon eine lange, lange Zeit hinterher. 6.11. wurde das letzte Mal aktualisiert. Wir haben heute den 6.11. Und irgendwie so richtig haben die das jetzt nicht hinbekommen. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und bei vielen, vielen anderen auch nicht. Frage ich mich, was die gemacht haben. Aber auf jeden Fall muss man hier sehen, okay, gut, das ist blöd. Ne? Funktioniert gerade nicht. Also vielleicht wird es mal funktionieren, vielleicht funktioniert es auch schon morgen, wenn das Video online kommt. Also für euch gesehen heute, weiß ich nicht. Muss man halt mal schauen. Könnte gut sein, weil die vielleicht jetzt mit dem Shitstorm von WoT sozusagen aufsteigen wollen und sozusagen die ganzen WoT-Nutzer auf sich ziehen wollen. Und jetzt fragt ihr euch, okay, gut, warum sollen denn die besser sein? Na gut, sie schreiben, sie sind ein offenes Projekt. Das ist jetzt natürlich auch nicht die Lizenz zum kompletten Vertrauen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen vertrauenswürdiger als WoT. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man da denen dann vertrauen kann, weil die das relativ detailliert haben sie jetzt hier nicht erklärt, wie sie das Ganze machen. Aber ich, also für mich hat sich schon ganz okay angehört. Aber gut, das hat sich WoT auch. Also ich würde euch als alternatives Browser-Add-on Webitation empfehlen, wenn das wieder bei euch funktioniert. Könnt ihr dann ganz einfach über Firefox, über die Firefox-Add-on-Seite, die können wir auch hier erreichen, können wir hier dann ganz einfach zu Firefox hinzufügen. Habe ich schon gemacht, funktioniert bei mir leider nicht. Ja, das ist eigentlich das Schade daran, oder traurige Nachricht. Echt schade. Also WoT, kurz, hat uns alle, ich sag mal, verarscht. Das ist nicht okay. Und ich würde euch empfehlen, das Browser-Plugin zu deinstallieren. Wie man das Ganze macht, ihr geht auf die Add-ons-Verwaltung, auf Erweiterungen und wählt euer WoT-Plugin aus. Drückt dann auf Entfernen. Also ihr solltet WoT entfernen. Webitation, ja gut, wenn sie funktioniert, kann man es eigentlich auch entfernen erstmal. Vielleicht wird es mal funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo gefallen. Schreibt mir doch mal, ob ihr es denn schon mitbekommen habt oder ob ich jetzt eure Informationsquelle dafür war. Könnt ihr mal schreiben, auf jeden Fall. Falls ihr WoT benutzt, unbedingt deinstallieren. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß ohne WoT, ohne irgendwelchen praktischen Internetbewertungen. Ja, eigentlich schade, ne? Aber erstmal, ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn es da Neuerungen gibt insgesamt zur Situation oder zu Alternativen mit WoT, werde ich euch auch informieren. Ne? Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.